Was wird aus der Piña Colada, wenn man mal eben 4,5 cl Angostura Bitters reinschüttet? Wir schauen es uns heute an. Wir machen jetzt den Angostura Colada Cocktail. Hallo und willkommen bei den kultivierten Tresenwesen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Florian und wie einige von euch wissen, habe ich ein Faible für ungewöhnliche Tiki-Drinks und jeden Drink, in dem mehr als die üblichen wenigen Dashes Bitters vorkommen, kann man wohl als ungewöhnlich bezeichnen. Die Idee, Bitters nicht nur als Gewürz, sondern als Basisspirituose zu verwenden, ist aber nicht ganz neu. In Valentino Bolognese's Trinidad Especial und in Giuseppe Gonzales' Trinidad Sour wurde das schon 2008 bzw. 2009 gemacht. Video zum Trinidad Sour habe ich schon gedreht. Wenn es veröffentlicht ist, findet ihr das hier oben. Den Trinidad Sour gibt auch Zach Overman, der Schöpfer des Angostura Colada, als Inspiration für seinen Drink an. Dieser entstand im Rahmen einer seit 2014 veranstalteten Tiki-Nacht in der Fort Defiance Bar in Brooklyn, New York, als Fusion eben aus Piña Colada und Trinidad Sour. Die Bitters ersetzen hierbei allerdings nicht komplett den Rum. Es kommt auch noch ein intensiver Jamaika-Rum dazu. Aber wir haben trotzdem ein Verhältnis von 1:3 zu den Angostura-Bitters, die damit klar tonangebend sind. Bei der Auswahl des Rums hat Overman einen High-Proof-Jamaika-Rum beschrieben. Namentlich erwähnt sind Smith & Cross & Hampton. Und letzteren werden wir heute verwenden. Bei den Bitters lässt Overman uns keine Wahl. Ein Versuch mit Peychaud's Bitters war wohl ein absoluter Reinfall. Aber der Name des Drinks ist da ja auch eindeutig. Ausreichend Bitters und alle anderen sonst verwendeten Zutaten, Werkzeug, Gläser etc. findet ihr im jetzt hier oben verlinkten Tresenwesen Homebar Shop. Und im Beschreibungstext gibt es Infos zu gegebenenfalls aktuellen Rabatten für euch. Ja, der Drink wird geschickt. Wir brauchen zunächst die Oberseite unseres Shakers. Und wir beginnen mit einer Cream of Coconut. Davon brauchen wir 4,5 cl. Die habe ich hier schon mal abgemessen, weil einem das sonst immer so schön den Jigger verklebt. Und die geben wir jetzt mal als erstes hier in den Drink. Das ist eine zähe Angelegenheit, aber wir wollen natürlich auch nach Möglichkeit alles rausholen. So, und weiter geht's dann mit frisch gepresstem Limettensaft. Davon brauchen wir 3 cm. Zum Limettensaft gesellt sich Ananassaft mit ganzen 6 cm. Dann kommt unser Hampton Overproof Rum, der hat 60 Volumenprozente Alkohol. Davon brauchen wir 1,5 cl. Ja, und dann unser Angostura Bitter. Da habe ich oben den Dasher ausgebaut sozusagen und davon brauchen wir jetzt tatsächlich 4,5 cl. So, jetzt kommt Eis in die Unterseite des Shakers. Wir geben die Flüssigkeiten oben drauf. Wir sorgen dafür, dass der Shaker wirklich gut zu ist, denn den Angostura wollt ihr nicht auf den Klamotten oder auf der Arbeitsfläche haben. Und jetzt kriegt das Ganze 10 bis 15 Sekunden. So, der Shaker ist kalt. Damit sollten unsere Zutaten sowohl gut vermischt als auch kalt sein. Ja, und schon tropft es hier ein wenig auf die Arbeitsfläche. Das nehmen wir mal kurz auf. So, und dann schnappen wir uns einen großen Cognac-Schwenker. Und der ist wirklich groß. Der dürfte so gute 400 Milliliter fassen. Vielleicht kommt er sogar an die 500, nicht ganz, aber 450. Und da kommt jetzt erstmal Crushed Ice rein.
Schauen wir dann mal. Dann nehmen wir einen Hawthorn und einen Feinstrainer und seinen unseren Drink hier erstmal hinein. Wir geben noch ein bisschen Crushed Eis oben drauf. Das war jetzt fast schon ein wenig viel, denn wir wollen ja auch noch eine Garnitur haben. Wir beginnen mit ein bisschen geriebener Muskatnuss. Warum haben wir die jetzt schon drauf? Damit sie nachher in der Optik nicht auf der Orangenscheibe liegt, die gleich noch dazu kommt. Also erstmal ein bisschen Muskatnuss. So, und dann kommen drei Ananasblätter hier hinten in unseren Drink. Wir hätten sozusagen die Rückseite unserer Garnitur und dann besagte Orangenscheibe. Und als kleines Gimmick habe ich hier noch eine kleine Angostura Bitters Flasche. Das war mal eine Promotion, gab es mit den großen, war aber wirklich Angostura drin. Und die gehen wir jetzt hier mal so seitlich rein. Oh, und ich habe für euch den Angostura Colada Cocktail. Ja, wie immer vor der Verkostung noch eine kleine Bitte. Wenn euch gefällt, was ich hier mache, dann lasst doch ein Like da. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert doch den Kanal und aktiviert die Glocke. Sind für euch nur wenige Klicks, kostet nichts, hilft dem Kanal aber weiter. Ich danke euch. Ja, wir kommen zur Verkostung des Angostura Colada. Da habe ich einen Strohhalm für. Mal, dass wir den hier noch reinkriegen, ohne dass was überläuft. Sehr intensiver Drink. Trotz der 6 cl Ananassaft schmeckt man den tatsächlich nur ganz leicht. Die Würze vom Angostura gibt hier klar den Takt an. Die Bitterkeit wird aber vom Cream of Coconut sehr, sehr schön eingefangen. Geschmacklich ist aber auch Kokos nur ein Nebendarsteller. Selbst der intensive Hampton, der wirklich ein intensiver, schöner Jamaika-Rum ist, der ist schon spürbar, aber der hilft in Summe nur bei der Balance. Also das ist wirklich die Kunst an diesem Drink, dass wir einen Angostura Bitter als Hauptdarsteller haben, der den Takt angibt, aber so gut von den anderen Zutaten ausbalanciert, ausgeglichen wird, dass das ein stimmiges Gesamtkonzept ist. Gefällt mir wirklich richtig gut. Ein anderer großartiger Drink von Zach Overman ist der There's Always Money in the Banana Stand. Habe ich schon gedreht und verlinke ich euch jetzt hier oben. Für heute war es das. Wenn ihr Lust habt, dann schaut doch mal nach unserer Kanalmitgliedschaft. Die findet ihr unter dem Video oder nach unserem Instagram-Channel. Den verlinke ich jetzt hier oben. Im Abspann gibt es noch das Video zum Brancolada. Ein toller Twist mit Branca Menta. Ich bedanke mich fürs Zusehen heute. Ich freue mich aufs nächste Mal mit euch. Macht's gut, bis dann. Cheers.